Hallo und willkommen zurück zu Factorio Panodon. Wir widmen uns mal wieder dem Problem mit Tar und Kohlgas. Und als ersten Schritt müssen wir mal so dafür sorgen, dass diese Förderanlagen hier nicht ständig was Neues reinpumpen. Deshalb habe ich hier mal einen Tank vorbereitet. Den müssen wir jetzt hier nur irgendwie reinquetschen. Oder warte, wir fangen mal an mit so einer Pumpe. Dass wir hier dann sagen können, die Pumpe nur dann, wenn im Tank nur so und so viel drin ist. Jetzt muss ich hier noch ein bisschen Platz schaffen. Und dann. So. Der ist jetzt verbunden. Dann sagen wir, du darfst nur dann reinpumpen, wenn. Wie viel passt da überhaupt rein? Hä? Achso, 80.000. Das heißt, unter der Hälfte oder vielleicht sogar noch weniger. Sagen wir einfach mal vorsichtig 20.000. Nur wenn weniger als 20.000 Tar da drin ist, dann darfst du fördern. So, dann haben wir jetzt auch schon mal kurz Entlastung, weil hier was reingefüllt wird. So. Jetzt würde er fördern, weil es noch unter 20.000 ist. Jetzt wieder auf Rot, wunderbar. Jetzt auf der rechten Seite haben wir doch auch noch irgendwo Tar. Da müssen wir das auch noch mal gucken. Ich glaube, da habe ich schon eine Pumpe gesetzt. Damals, als wir das aufgebaut haben, aber. Ich weiß nicht mehr, wie wir die Schaltung da gemacht haben. Das will ich jetzt auch auf kleine Menge mal reduzieren. Und dann machen wir die Kohlgasproduktion aber so, dass sie nicht nur ein Überlauf ist von Tar. Also wenn wir zu viel Tar haben, dass wir daraus Kohlgas machen, sondern dass wir immer, wenn wir zu wenig Kohlgas haben, auch aus Tar wieder neues Kohlgas produzieren. Der Ansatz, immer bei diesem 80% Überlauf noch was zu machen, war im Endeffekt nicht ganz so gut. Nicht dauerhaft haltbar. So, da oben kann man schon erkennen auf der Minimap, da müssen wir hin. So, hier habe ich schon einen Tank gemacht, hier habe ich auch eine Pumpe gemacht, also im Prinzip da, so wie gerade links da auch. Ne, habe ich keine Pumpe gemacht, hier habe ich so einen Underflow-Valve, das kommt mal weg. Hier machen wir auch mal eine Pumpe. Sagen wir auch Tar kleiner 20.000. So. Dann müssen wir jetzt gucken, dass wir irgendwie trotzdem noch an unser Kohlegas kommen, weil Tar wird jetzt nicht mehr so volllaufen. Jedenfalls nicht. Was sagt Strom eigentlich? Sieht gut aus, 110.
Heiße Luft ist sogar drin. Guck mal an. So, der Tank ist jetzt natürlich auch auf 72, also da ist jetzt aus den anderen Tanks was reingelaufen, sogar 73. So, und hier tut sich nichts. Das ist schlecht. Kohlgas ist 78, ist zu wenig eigentlich. Das haben wir der Pumpe gesagt. Kleiner 72, sollst du hier was reinfüllen? Achso, kleiner 72 ist jetzt nicht. Das ändern wir mal auf 82. Oder sagen wir 75. So, jetzt müsste der halt immer genügend Kohlgas haben, damit hier auch Zündgas angeschlossen wird. Wobei wir einfach die Begrenzung rausnehmen könnten und sagen, wir machen hier immer Zündgas. Irgendwo haben wir hier gesagt, hier. Ach so, doch, größer 30.000, das ist ja okay. Die machen also die ganze Zeit schon. Und das wird jetzt ein bisschen mehr. Die schaffen einfach nicht genug. Es sind 3, 6, 8, 10, 12 Anlagen. Aber zu wenig. Okay, aber wir sehen, das hier arbeitet schon mal. Fast vollständig, nicht ganz. Hier wird Eisenoxid nicht losgelassen. Achso, nein, okay, das läuft nicht, weil das Kohleband voll ist, was okay ist. Also, ja. Vom Prinzip her ist das gelbe Fließband ein bisschen zu langsam, wenn wir das alles nur auf eine Seite legen. Das ist mir jetzt aber egal. Gut, also das arbeitet. Das arbeitet nicht, weil wir zu viel Kohle haben. Hier das Gleiche. Das arbeitet alles. Acetylen könnten wir auch mal, wo wir jetzt gerade hier sind, nochmal verdoppeln. Ja, das geht jetzt hier runter. Kohlgas wird ein bisschen weniger. Ja, das ist okay. Dann haben wir noch ein bisschen Reserve. Also, dass die anderen Anlagen auch noch ihr Kohlgas loswerden können. Aber ansonsten ist der Tank immer eher voll. Gut, die arbeiten jetzt gerade nicht, weil er 77 hat. Okay. Ich denke, das Tar-Problem ist jetzt vorerst gelöst. Acetylen. Kriegen wir das hier noch mit hin? Vielleicht.
Gazifier. 1, 2, 3. Ich denke, ich muss hier mal ein bisschen das umlegen. Du musst auch hier weg. Du könntest eigentlich hier lang. So, dann würdest du. Achso. Ach, oder du gehst hier direkt rum. Das ging natürlich auch. Sogar besser. No, das Rohr macht dann gleich Probleme. Das müssen wir dann etwas höher legen. Dann schauen wir mal, ob wir die Gazifier hier überhaupt unterbringen. Also ich würde den natürlich gerne hier so hinstellen. Ja. So. Das kann ich mir knicken. Da unten, ja, da fehlt mir jetzt noch eine Sprengladung. Und dann sehe ich halt hier dieses Rohr, was sowieso überflüssig ist. Was wir auch oben lang legen könnten. Obwohl, nee, hier, es geht überall, es wuselt sich überall lang. Könnte es aber wohl tiefer legen. Warte mal. Ich den hier mal wegnehme. Hinsetze. Dann den wegnehme. Dann hat er da keinen Strom mehr. Kabel. Sollte gehen, so, ne? Kriegen wir jetzt hier den Gazifier noch unter? So. Ja, der Strommast ist jetzt da ein bisschen blöd. Der ist aber verkabelt. Deshalb will ich ihn nicht wegmachen.
So. Dann. Müssen wir das Wasserrohr hier drunter legen? Hier ist ja noch ein Wasserrohr. So. Ne, warte mal, da müssen wir noch einen Anschluss machen. Und dann muss der da noch rüber. Warte mal, das weg. Ich hoffe, die drei extra Verbraucher machen jetzt kein Problem mit Wasser. Der braucht ja, 37 pro Sekunde. Drei extra Verbraucher sind 100 extra. Das wird schon passen. Dann müssen wir. Also, das geht da in den Tank. Müssten wir hier irgendwo verbinden. Das ist alles ein bisschen eng hier. Achso, hier haben wir noch was, ne? Warte mal, da geht's rein. Bist du hier, du bist Verbraucher, okay. Und hier ist dann die Güllegruppe. Also. Machen wir hier nochmal einen Anschluss. Da wird es jetzt wieder ein bisschen eng. Das muss da weg. Ich muss noch eben überlegen, was tue ich hier überhaupt gerade. Also du kannst darüber. So, dann ist das schon mal da ersetzt. Das kann weg. Jetzt kommt er hier. So. Warum auch immer. Das kann weg. Dann haben wir. Das hier, das da. Passt nicht ganz um zwei. Ebenso. So.
Können wir dich da oben verbinden? Nee, ne, da kommen wir gar nicht durch. Noch höher ist auch zu eng eigentlich. Hier unten ist immer noch am besten. Mit dem Unterschied, dass das Fließband jetzt... Ah, ach je, ach je. Ich sehe gerade noch mal irgendwas. Vielleicht doch oben. Ich versuche das mal. Ich bin schon zu weit. So. Fehlt dir natürlich noch das Zeug da. Da haben wir auch zu wenig von. Bänder sind wohl... Ne, sind nicht durchverbunden. Und ich muss das Glas mal eben loswerden. So, jetzt haben wir hier zu wenig Zeug. Weil die Maschinen recht langsam sind. Ich sehe da jetzt keine schnelle Lösung. Also warte, hier unten sind auch noch zwei. Okay, die schnellste Lösung wäre, einen von denen hier wegzunehmen. Der ja auch nicht gebraucht wird, wie man sieht. Warum habe ich da so viel gebaut? Das ist ja eigentlich nur für den, ne? Brauchen wir High Pressure Furnaces. Zwei. Passt. So, du müsstest dir schnappen. Warte mal, hier können wir auch mal was tauschen. Du kommst mal weg, oder du kommt beide weg. Auch ein blauer hin. So. Eigentlich braucht ihr einen großen Strommast. So.
Dann haben wir einen blauen, ein, zwei, drei, vier rote. Okay, der muss auch noch weg. Das passt schon, der ist auch nur für Limestone da, oder? Also der will jetzt auch nicht so viel produzieren, ne? Ah, doch. Der macht schon. Weg. Scheint ja zu reichen. Oder könntet ihr noch schneller rauslegen? Ja, ich glaube schon. 31. Ja, doch. Blaue Arme würden helfen. Aber so alt ist das schon. Damals hatten wir noch keine blauen Arme. Gut. Jetzt muss das dann noch rüber. Na gut. Mal so. Mal da. So. Haben wir unseren Acetylen-Output mal verdoppelt. Brauchen wir für Blei und irgendwas anderes auch noch. So, du kriegst das Zeug. Hallo? Ne, warte, das brauchst du. Du? So, das war mal ein Ausgang. Aber jetzt reicht da Limestone gar nicht. Eine Fabrik, doch, das reicht gerade so. Also die haben hier alle immer was zu tun.
Passt gerade so. Das hat sich hier eingependelt. Voltar ist schon wieder am Steigen, ne? Ich weiß nicht wieso. Ach je. Wo kommt das ganze Tar her? Habe ich dann auch irgendwo einen Anschluss? Okay, also es, hier wird es verbraucht. Das Problem ist, dass wir zu wenig Kohlgas verbrauchen. Aber die laufen auf Hochtouren. Kann ich sonst noch was mit Kohlgas machen? Achso, gibt es da was Besseres mittlerweile? Ich könnte es noch mit Sauerstoff zu Syngas verarbeiten. Brauche ich auch wieder Gasifier. Da kann ich aber auch die anderen klassischen Gasifier hier weiter bauen. Warte mal, wo war hier der Unterschied? 50 und 60? Und hier beim ersten war es 50 und Wasser. Da bekamen wir 70 Syngas raus. Da bekommen wir 100 Syngas raus. Der Rest hat sich nicht verändert. Also müssen wir nur mehr Sauerstoff produzieren. Kriegen also aus 60 Sauerstoff nochmal 30 Syngas extra raus. Was aber vermutlich auch bedeutet, dass wir diese Anschlüsse hier nicht mehr so legen können. Es wäre ein größerer Umbau, das jetzt zu machen. Das können wir noch nicht. Gut. Ne, sehe ich jetzt keine Gelegenheit, was zu machen. Was machen wir als nächstes? Eigentlich wäre jetzt Solder dran, also Lötzinn. Ich gucke, weil wir zuletzt uns um Chromium gekümmert haben. Nochmal eben, wir haben dann noch sowas wie Nichrom. Können wir das herstellen? Wahrscheinlich aus Nickel und Chrom. Ja. Und Stickstoff. Dann müssten wir auch erstmal eine vernünftige Nickelproduktion machen. Das war noch nicht. Also doch. Könnten wir machen. Ja. Wofür brauche ich Nichrom? Für bestimmte Maschinen. Für Nylon ist wichtig. Das ist wichtig. Also machen wir erstmal ohne eine verbesserte Nickelproduktion, oder? Wir haben doch hier irgendwie Nickel. Das hier ist das. Nickelerz, ja. Warte mal. Ach, wir stellen das aus Tar her.
ist wirklich nur so eine Notlösung hier, ne? Haben wir hier irgendwo auf der Map Nickel bestimmt? Jetzt geht die Sucherei wieder los. Und das gerade wo... Hier fehlt mir jetzt noch so ein Filter, wo ich sagen kann, blend mal alles aus, bis auf Nickel. Gibt's das vielleicht? Nein. Zink. Lass mal sehen, wie es überhaupt aussieht. Da ist Nickel. Also ganz ja, so ein Olivgrün. Ich meine, da jetzt will ich nicht abbauen. Da auch nicht. Nicht jetzt. Also ich habe natürlich noch Lasertürme auf Lager. Aber mir ist gerade nicht nach Gewalt. Oder konnte es sein, dass wir Nickel-Abbauanlagen noch gar nicht herstellen konnten, weil uns da auch noch irgendwie Metall für fehlt, was wir jetzt aber vielleicht haben? Na nee, gut, also da unten gibt es ein Feld, was ich jetzt nicht abbauen werde, sondern wir machen erstmal eine provisorische Lösung. Dass wir das Zeug hier runterbringen. Hier haben wir Platz, ja wunderbar. Braucht viele Fließbänder. Reicht noch nicht. Nein. So. Kiste lasse ich mal Kiste sein für mich. Also ich werde die jetzt nicht als Zwischenpuffer benutzen, sondern bleibt halt so in der Kiste. So, jetzt haben wir hier ein paar Nickelplatten. Jetzt brauche ich aber noch ein paar Fließbänder. Eisenplatten sicherheitshalber auch noch mal. Wir machen bei unserem Chromwerk. Huch, was ist denn hier los? Hallo Eisen. Das war schon mal mehr, ne? Das ist, sieht mir zu wenig aus. Was stimmt da mit dem Eisen nicht? Obwohl. Arbeitet der voll aus? Nee, flüssiges Eisen hat er nicht genug. Die Maschinen arbeiten, was sie hergeben. Mehr ist momentan nicht drin. Und das ist immer noch zu wenig. Okay, können wir jetzt nichts ändern. Trotzdem wollte ich ein bisschen Eisen mitnehmen.
Müsste auch mit auf die To-Do-Liste, dass wir ein bisschen. Eisen noch mal. Also die Eisenproduktion steigern. Siebenundsiebzig sieht gut aus. Strom sieht auch gut aus. Aus diesen bisschen Nickelplatten werden wir jetzt beim Chromwerk Nichrom herstellen, also eine Nickel-Chrom-Legierung. Und dazu läuft das hier ist einfach mal gerade runter. Und dann machen wir hier einen kleinen Bahnhof. Tja, ich überlege gerade. Und so. Bahnhof könnte hier hin. Noch ein Signal für einen Reservezug dahin. So. Ja, da hat er Platz. Mitten durchs Ölfeld. Nee, das möchte ich nicht. Das möchte ich doch nicht. Machen wir den Bahnhof so. Da. Boah, das wird aber ein hässliches Provisorium. So. Es ist ja nur für kurze Zeit. Also mit kurzer Zeit meine ich immer sowas wie 50 Stunden.
Wann könnte es da eine Besserung geben? Du bist, tja, wohin gehörst du? Temp, Abholung, Nickelplatten. Entzug. Warte, und hier muss ich noch mal gucken. Signale setzen. So, hier ist es okay, da unten brauchen wir nichts. Ja, das kann weg. So. Temp. Nein. Und das müssen wir jetzt gleich mal gucken. Fährst jetzt erstmal dahin, weil wir jetzt hoch müssen. Nein, er fährt natürlich durch. Abholung, Gravel, nein, warte. Fahr da nochmal hin. Time passed. So. So, da wären wir. Jetzt muss ich mir noch überlegen, wo ich Nickel anliefere. Und dann würde sich doch dieser Bahnhof hier zum Beispiel anbieten. Dahin. Ja, ist okay. Mal so rum, ich muss noch ein paar nachcraften.
Das hier kann schon mal weg. Also da geht's nicht, okay. Chrom, Anlieferung, Nickelplatten. Empty Cargo. Full Cargo oder 300 Sekunden. Da kann eigentlich schon mal los. Dann brauchen wir hier noch eine Begrenzung. Das ist eigentlich viel zu viel, aber gut. Später kommt ja hier vielleicht mal mehr.